5, 4, 3, 2, 1. Gut. Danke, das ist gut. Ja. Sonde! Ja, ein Jahrzehnt. 2020. Ein neues Jahrzehnt ist herangewachsen. Und lieber Herr Direktor Schäfer, ich freue mich, wenn wir noch in diesem neuen Jahr einige wenige fruchtduplizierende Sachen gemeinsam machen. So ist es. So ich freue mich sehr darauf. Und da muss man auch den Zuseher von TV21 sagen, ab 16 Jänner, Liebesgeschichten und Heiratssachen. Da sind wir wieder voll live dabei. Also mit unserer Musikbühne, Musikkomödie Wien, mit Gerhard Ernst. Genau. Also, da spielen wir wieder Liebesgeschichten und Heiratssachen mit Gerhard Ernst. Und ich mache wieder den Wachter. Ja, genau, er ist der beste Inspektor. Na, Charlie, danke. Ich bin stolz auf dich. Ja, heute haben wir noch im Theatercenter Forum ein wunderbares Stück gesehen, was, naja, das Freundschaftsspiel, ein fantastisches Stück. Aus, das ist gut, wirklich? Absolut, ja. Jetzt mal auch schon sein. Genau. Jetzt, wir haben Silvester, ja. Wir haben schon das neue Jahr eigentlich. Hast du auch Vorsätze fürs neue Jahr? Vorsätze halten eigentlich bei mir relativ lang, wenn ich sie durchziehe. Vor allem die üblichen mit dem gesunden Essen und mit dem Sport. Das geht meistens interessanterweise von 2. Jänner bis in Sommer. Und dann ist wieder aus. Das zweite Halbjahr ist dann wieder leider mit so viel Arbeit behaftet und mit so wenig Zeit, dass man dann diese beiden Vorsätze dann meistens nicht durchziehen kann. Aber ein paar Monate geht das immer ganz gut. Da freut man sich dann wiederum auf Silvester, weil dann kann man es sich wieder vornehmen. Ne? Ja, da denkt man sich jetzt, einmal geht noch und dann ab morgen ist eh wieder vorbei. Das ist richtig, ja. Einmal noch geschlemmt und so wie hier so herrlich in Bellaria dann gefeiert mit lieben Freunden, ist das immer ein wunderbarer Jahresausklang. Was tut sich bei dir im nächsten Jahr? Wir machen jetzt, freuen uns schon wieder sehr, wir machen im Theatercenter Forum und wieder in 5 verschiedenen Bundesländern von der Neuen Bühne Wien Rain Man. Das ist dieses wunderbare Stück, Autistenstück nach dem Oscar-prämierten Film aus den 80er Jahren. Und das ist Theaterstück, spielt in der heutigen Zeit, ist ganz großartig und tolle Kollegen gefunden. Und das ist jetzt mal das Nächste. Und dann wird es im Sommer natürlich auch wieder bei den Wachau-Festspielen geht es auch wieder dahin. Ich glaube, bei The Rayman, da liegt doch die Latte sehr hoch. Ne? Das kann man nicht sagen, weil Film immer ganz was anderes ist wie Theater. Und es sind viele, wenn man schon vorher aufgibt, wenn man sagt, das Filmvorbild ist so groß, da dürfte man sehr viele Sachen gar nicht machen, wo es große Vorbilder gegeben hat. Und es ist jetzt so ein bisschen ein Trend geworden, dass Kinofilme fürs Theater bearbeitet werden. Das ist im Prinzip nicht unangenehm, weil es natürlich gute Stoffe sind, die Leute kennen es und es interessiert sie auch und kommen dann auch ins Theater. Aber es ist nicht immer gut gemacht. Oft wird nur der Film abgeschrieben und am Theater, da wirkst du dann oft, weil da hast du dann 5000 Miniszenen, wie sollst du die dann in eine geschlossene Handlung bringen? Aber bei diesem Stück, bei Rain Man, ist es ganz großartig gelungen. Eine tolle Theaterfassung. Da freuen wir uns schon drauf. Und wünschen dir prosit Neujahr und viel Erfolg im kommenden Jahr. Euch auch. Alles Gute. Danke. Ja, genau. Um 20 Kilo leichter. Ja, genau.
bis vor kurzem warst du noch schwanger, ne? Ja, so schnell geht das, aber man muss dann diesen Watschelgang übernehmen, ja, weil der Bauch natürlich ja vorne ein Gewicht hat und das muss ich natürlich auch mitspielen, ja, das ist, aber es ist, glaube ich, leichter ohne Bauch. Und hast du auch Vorsätze fürs neue Jahr? Diese Vorsätze, die man sich immer vornimmt fürs neue Jahr, die werden nie eingehalten. Darum ist es, glaube ich, immer besser zu sagen, ich nehme mir nichts vor und setze es einfach um. Ja, ja, es ist auch eine ganz gute Taktik. Ja. Na, wie gesagt, das Freundschaftsspiel war eine ganz tolle Komödie, hat uns sehr gut gefallen. Was tut sich bei dir in der nächsten Zeit? Ich bin bei Rain Man dabei, also das wird jetzt schon beginnen im Jänner mit dem Proben. Heute schon Schwein gehabt. Und da freue ich mich schon sehr auf die Arbeit, ist wieder ein neues Ensemble und ich denke, das wird auch sehr, sehr schön werden. Glaube ich auch, ja. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und auch einen guten Rutsch, das heißt eigentlich schon einen Prosit Neujahr und viel Erfolg im neuen Jahr. Wünsche ich auch, alles Liebe und ein gutes neues Jahr. Danke. Ja, jetzt haben wir in Schäf vom Bellaria, Café Bellaria, das ist ja ein Name, den kennen sehr viele, ne? Ja, unser Café gibt es schon sehr lange und ich bin noch nicht 150 Jahre alt, aber wir feiern, also heuer, 2020, feiern wir 150 Jahre Café Bellaria. Das Café Bellaria hat ja eigentlich einen Kultstatus, kann man sagen, ne? Ja, es stimmt schon. Und wir sind ein alteingesessenes Kaffeehaus und es hat sehr viele Gegebenheiten gehabt in diesen alten Jahren, ne? Und es war eine Bank da, es war ein Kaffeehaus da, es war eine Konditorei da und aber seit 2002 betreibe ich das als Kaffee-Restaurant und wir haben sehr viele Gäste gewinnen können und wir sind auch ein gutes Kaffee-Restaurant. Also der Schwerpunkt, muss ich sagen, liegt auf Restaurant. Wir haben schon sehr viele Gäste zum Essen und wir betreiben eine Wiener Küche und mit Mehlspeisen und alles drum und dran. So wie es sein soll, ne? Genau. Jetzt war heute total gemütlich da, dass der Jahreswechsel bei euch. Also man hat gesehen, die Leute haben Tanz, das hat ihnen Spaß gemacht. Jetzt wollen wir den Chef auch fragen, gibt es einen Neujahrsvorsatz? Ein Neujahrsvorsatz? Ja, die gibt es immer. Ja. Immer? Ja. Die braucht man ja, dass man es wieder brechen kann. Noch, ne? Ein Kaffeehaus ist sehr schwer zu führen. Also in diesen Spektrum, wie wir es machen, also, oder wie ich es mache. Und da versuche ich immer ein bisschen down zu laden und für mich persönlich eine kleine Sonde rausnehme, dass es nicht so stressig wird. Aber sonst insgesamt ist es immer sehr, sehr stressig, muss ich sagen. Dann wünschen wir schon fürs kommende Jahr, für 2020, viel Erfolg, ein gutes Geschäft. Und dass der Stress in Grenzen hält. Dankeschön, ja. Wir versuchen und möchten immer noch das Beste geben. Ja, wir haben jetzt gehört, also nicht nur erfolgreicher Kaffee- oder Restaurantbesitzer, sondern auch Schauspieler. Naja, in erster Linie bin ich Sänger. Okay. Das ist meine große Leidenschaft. Ich bin Sänger, aber seit einem Jahr habe ich mich auch dazu hergeben lassen und bin in die Schaubühne in der Musikkomödie Wien bei Gerhard Ernst eingetreten und bin auch dort Schauspieler. Aber für mich ist das kein Problem, weil ein guter Gastronom muss immer ein Schauspieler sein. Absolut. Ein Gastronom, der kein Schauspieler ist, ist kein guter Gastronom. Was will man noch mehr? Gastronom, Sänger und Schauspieler. Das kann nur einen Erfolg bringen. Dankeschön. Ja, ich habe noch eines. Ich bin auch Landwirt noch. Im Nebenberuf bin ich auch noch Landwirt im Waldviertel. Jetzt frage ich mich nur, wann bleibt da noch Zeit, Landwirt zu sein? Ja, das ist sehr, sehr gering, aber ich möchte das. Ich strebe schon den Ruhestand zu und dann möchte ich mehr für die Landwirtschaft. Alles klar. Verfügbar sein. Also bei so viel Arbeit, da kann er nicht fad werden und dann noch einmal viel Erfolg fürs kommende Jahr. Dankeschön.
Mir wird es nie fad. Und ich danke, dass Sie heute bei uns waren und mit diesem Ensemble vom Theater. Vor dem Theater. Dankeschön. Danke auch. Danke. Super.